Die generative KI ist gerade ein Riesenthema für die Produktivität und Kreativität von Wissensarbeit. Deswegen hat die LernOS-Community einen neuen LernOS-KI-Leitfaden erstellt. Den LernOS-KI-Leitfaden werden wir vom 6. Mai bis 21. Juni 2024 in einem MOOC mit einer großen Menge von Leuten erproben. Wer das Format MOOC nicht kennt, das ist ein großer Online-Kurs, der offen und auch kostenfrei für alle ist. Prompting von KI sehen wir als einen sehr wichtigen Future-Skill. Deswegen ist das Ziel des MOOCs, den Prompting-Muskel im deutschsprachigen Raum auf- und auszubauen. In den MOOC-Wochen gibt es jeweils montags von 13 bis 14 Uhr eine Live-Session. Zusätzlich braucht ihr in der Woche 1 bis 2 Stunden Lernzeit für euch alleine oder in der Gruppe. Gemeinsam lernen macht natürlich mehr Spaß als alleine. Bietet deswegen für den MOOC Lerntandems oder Lerngruppen, sogenannte Learning Circle von 3 bis 5 Personen. Nutzt dafür gerne soziale Medien, wie zum Beispiel ESNs oder LinkedIn oder Mastodon oder auch Tools wie den Peerfinder. Unser Hashtag für die sozialen Medien ist KIMOOC24. Gerne könnt ihr auch in euren Organisationen oder Regionen Lerngruppen bilden, die sich dann zum Beispiel einmal in der Woche für den Austausch treffen, in Besprechungsräumen, der Kantine oder öffentlichen Coworking Spaces zum Beispiel. Alle Infos zum MOOC findet ihr auf der Website loscon.lernos.org. Dort ist auch der Einladungslink zu dem Chatkanal KIMOOC24 auf unserem Discord-Server. Alle Erfahrungen aus dem MOOC wollen wir bei der LernOS-Convention am 2. und 3. Juli sammeln. Die LernOS-Convention LOSCON24 findet wieder auf der Kaiserburg in Nürnberg und online als hybrides Event statt. Meldet euch an, gebt die Info in euren Netzwerken weiter und wir sehen uns bald.